Hallo zusammen und ein schönes neues Jahr wünsche ich euch. Und ich darf euch jetzt auch ganz herzlich im ersten Video 2021 begrüßen und freue mich schon richtig auf das Jahr mit euch zusammen. Ich hoffe, ihr hattet eine ganz tolle Silvesterfeier und Neujahrsfeier, je nachdem, wie man es gerne nennen möchte, mit euren Liebsten zusammen. Und ich hoffe, alle eure Wünsche, die ihr euch für dieses Jahr wünscht, werden in Erfüllung gehen. Und für einige Wünsche muss man tatsächlich ein bisschen was machen. Und ich finde, dazu können wir doch auch jetzt super in dieses Video einleiten, denn heute geht es nämlich darum, wie man dann seine Vorsätze für das neue Jahr umsetzen kann. Wie jedes Jahr denkt man sich, dieses Jahr mache ich alles anders, dieses Jahr wird alles besser, dieses Jahr fange ich an Sport zu machen und meine Ernährung umzustellen und dieses Jahr werde ich eine neue Sprache lernen und irgendwie kommt es dann zum Ende vom Jahr und man stellt fest, dass man irgendwie nichts davon wirklich richtig umsetzen konnte, weil man halt irgendwie dann doch nur so die ersten 2, 3 Wochen motiviert dafür war und dann passiert einfach das Leben. Aber nicht für dieses Jahr. Dieses Jahr schaffen wir es mal wirklich, unsere Vorsätze umzusetzen. Und dazu habe ich euch ein paar ganz einfache Tipps, wie ihr das dann auch tatsächlich schaffen könnt. Als erstes und ganz wichtig zu wissen, finde ich persönlich, ihr müsst nicht erst bis zu einem neuen Jahr warten oder zu einem neuen Monat oder einem neuen Wochenanfang, um Ziele für euch umzusetzen. Wenn ihr euch heute entscheidet, ihr möchtet gerne irgendwas für euch selber erreichen, irgendwas umsetzen, dann fangt direkt an. Es steht euch nichts im Weg, außer ihr selber und das ist auch ganz oft das Problem. So geht es mir auch, also wie gesagt, ich gehöre mit in diesen Club. Also ganz oft steht man sich so selber im Weg, weil man dann denkt, naja, okay, aber Montag fängt es besser damit anzufangen oder dann am 1. des Monats ist es besser damit anzufangen und man schiebt so vor sich her, weil man dann irgendwie doch hofft, dass man eine Ausrede dafür findet, warum man es nicht tun sollte. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil so sind wir Menschen halt einfach nun mal. Und aber es gibt ein paar kleine Tricks, wie wir das denn angehen können, damit uns das nicht passiert, sondern dass wir das, was wir uns wirklich wünschen und umsetzen wollen, auch tatsächlich hinkriegen. Denn letztendlich setzen wir uns Ziele, die wir erreichen wollen. Und ich denke, Ziele setzen ist hier auch so dieses Entscheidende, was zu diesem Ganzen führt. Denn Ziele beinhalten, dass man verschiedene Etappen schaffen muss, um letztendlich dorthin zu kommen, wo man hin möchte. Deswegen ist es ganz wichtig in diesem Ganzen, dass ihr euch immer wieder kleine Zwischenziele setzt, um auch so ein bisschen Motivation dafür zu behalten und auch einen Fortschritt bei euch zu sehen. Also nicht schon das Ende sehen wollen, sondern immer den nächsten Schritt sehen. Und das ist schon, würde ich sagen, der erste Tipp, den ich euch auf dem Weg mitgeben kann. Versucht nicht das große Ganze zu sehen, sondern immer bis zum nächsten Schritt. Aber um überhaupt erstmal auf diesen Weg zu kommen, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, zu wissen, was man denn gerne eigentlich umsetzen möchte. Ich finde, die Motivation, man möchte gerne mehr Sport machen, ist super. Finde ich richtig gut, tut auch dem Körper gut. Allerdings ist es so ein großes Thema. Sport ist ein riesiges Thema. Das heißt, ihr müsstet euch eigentlich erstmal klar werden, was möchtet ihr eigentlich damit erreichen? Möchtet ihr Gewicht verlieren? Möchtet ihr bestimmte Körperregionen besser formen? Möchtet ihr einfach nur mehr Ausdauer vielleicht bekommen, mehr Kondition? Ist es vielleicht auch für eure Gesundheit sehr entscheidend, dass ihr euch mehr bewegt? Also überlegt euch, was möchtet ihr denn mit diesem Vorsatz, den ihr jetzt umsetzen möchtet, tatsächlich erreichen? Denn dann wird das Ganze ein bisschen greifbarer. Und dann bleiben wir doch auch einfach mal beim Beispiel Sport, weil ich denke, das ist so ein ganz häufiger Vorsatz, den man sich fürs neue Jahr vornimmt. Kommt als nächstes, dass ihr euch mal überlegen müsst, was will ich denn eigentlich für Sport machen? Ich meine, Sport gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Sport bedeutet ja nicht immer nur, dass man joggen gehen muss oder Radfahren oder schwimmen. Sport kann ja auch Tanzen sein. Und Tanzen ist genauso anstrengend. Man glaubt es manchmal nicht, aber Tanzen kann richtig anstrengend sein. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man verschiedenen Wassersport macht. Da hat es ja verschiedenerlei. Oder irgendeine bestimmte Ballsportart oder einfach in Gymnastik. Also sucht euch mal aus, was euch tatsächlich gefällt. Ich gehöre auch zu den Menschen, die nicht so gerne joggen gehen. Ich weiß nicht, komme damit irgendwie noch nicht so richtig zurecht. Das ist nicht so meins, macht mir nicht so viel Spaß. Deswegen suche ich mir für mich persönlich auch gerne was anderes aus, wo ich weiß, wenn ich dran denke, dass ich zum Beispiel mittwochs gerne Sport machen möchte und montags und freitags oder wie auch immer, welche Tage man sich dafür dann auch aussuchen möchte, kommen wir nachher dazu, dass ich mich dann auch tatsächlich drauf freue und nicht denke, oh nee, ich muss schon wieder joggen gehen, sondern dass ich mir denke, in meinem Fall, geil, ich darf mal wieder tanzen. Und ich bin jemand, ich tanze tatsächlich sehr gern und das habe ich für mich rausgefunden und deswegen weiß ich, wenn ich tanze, mache, habe ich einfach viel mehr Spaß dabei und da gibt es ja tatsächlich auch auf YouTube wahnsinnig viele Videos, die verschiedene Tanz-
Übungen zeigen, die dann auch zu einem gewissen Sport werden. Also überlegt euch mal für euren Vorsatz, den ihr umsetzen möchtet, was würde da am besten dazu passen? Oder vielleicht auch an einem anderen Beispiel, wenn ihr zum Beispiel entscheidet, ihr möchtet euch gesünder ernähren, dann überlegt euch doch erstmal, was bedeutet für euch gesünder ernähren? Wollt ihr Zucker weglassen? Wollt ihr Kohlenhydrate weglassen? Wollt ihr vielleicht Fett reduzieren, weglassen, wie auch immer? Das sind alles so Sachen, darüber muss man sich mal klar werden, damit man sein Ziel viel genauer definieren kann. Denn je genauer unser Ziel definiert ist, desto einfacher fällt es uns auch, dieses Ziel zu erreichen. Wenn ihr euer Ziel dann genau für euch definiert habt, dann kann es eigentlich auch schon fast losgehen. Denn dann ist es eigentlich relativ wichtig, finde ich persönlich, am Anfang sich einen kleinen Plan zu machen, wie man das Ganze denn umsetzen möchte. Weil man kann natürlich, gerade bei Sport, könnte man direkt anfangen und einfach mal machen, wenn man sich entschieden hat, welche Sportart man möchte. Aber manches braucht auch ein bisschen Planung, wie zum Beispiel bei der gesunden Ernährung. Man hat vielleicht auch noch Lebensmittel im Kühlschrank stehen, die vielleicht da einfach nicht so reinpassen. Deswegen könnte man sich mal überlegen, was man damit macht. Gibt man es vielleicht an Freunde oder Familie ab? Oder sagt man, man bereitet es jetzt noch zu, was es alles so im Kühlschrank hat, damit es nicht schlecht wird oder womöglich noch weggeworfen werden muss und fängt dann anschließend an, sich seine Ernährung umzustellen. Das sind so Sachen, wie gesagt, manches braucht so ein bisschen Planung. Und diese Planung hilft euch auch dabei, mal so ein gewisses Bild davon zu kriegen, was denn jetzt genau diese Umstellung oder dieser Vorsatz, dieses Ziel, was ihr erreichen möchtet, tatsächlich bedeutet inhaltlich. Zum Beispiel bei der Ernährungsumstellung geht es ja auch darum, so mal generell so das Richtige für sich zu finden und welche Rezepte es dann dazu gibt, welche Lebensmittel man dann vielleicht auch weglassen muss oder durch andere ersetzen. Also das braucht dann schon auch ein bisschen Grundwissen, was man sich dann einfach über die Zeit aneignen kann. Beim Sport ist es natürlich super, wenn man sich dann auch einen gewissen Sportplan macht. Und auch hier ist es, denke ich, super wichtig und da kommen wir auch gleich noch beim Thema Routine dazu, dass man nicht volle Pulle gleich direkt loslegt, sondern dass man sich langsam steigert. Weil wenn man von 0 auf 100 irgendwas machen will, kommt man ganz schnell an seine Grenzen und ist dann recht unmotiviert und frustriert, weil es dann doch nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Deswegen erstmal kleine Schritte machen, zum Beispiel in der ersten Woche nur 10 Minuten Sport, in der zweiten Woche schon 20 Minuten. Und so kann man sich dann nach und nach steigern, dann gewöhnt sich auch der Körper langsam dran und man hat viel, viel mehr Erfolgserlebnisse, als wenn man gleich von Anfang an beispielsweise schon eine Stunde richtig extrem Sport machen möchte und es aber tatsächlich gar nicht so gut hinkriegt. Gerade habe ich schon erwähnt das Thema Routine, denn alles kann zu einer Routine werden. Ich bin mir gerade auswendig nicht mehr sicher, aber ich glaube, dass es ungefähr 66 Tage braucht, bis ein Mensch eine Routine annimmt. Was bedeutet, wenn ihr euren Vorsatz täglich in euren Tagesablauf einbindet und immer wiederholt, wird das irgendwann zur Routine. Das heißt, ihr wisst irgendwann zum Beispiel, welche Lebensmittel muss ich denn tatsächlich kaufen, welche Rezepte kann ich denn kochen, weil ihr dann schon viele auswendig kennt. Ihr wisst zum Beispiel schon gleich Montagmorgen, alles klar, heute Abend mache ich wieder Sport und freut euch vielleicht auch einfach schon drauf und kommt vielleicht nach der Arbeit nach Hause und springt sofort in eure Sportklamotten schon ganz automatisch und das ist das Thema Routine. Routine ist tatsächlich in gewissen Fällen tatsächlich auch schwierig aufzubauen, aber ich denke, wenn man es richtig angeht, kann man es richtig gut schaffen. Bei einer Routine ist tatsächlich das Entscheidende, dass man sich langsam steigert, weil man kann sich damit auch ganz schnell selbst überfordern, wenn man sagt, man möchte jeden Morgen nach dem Aufstehen Yoga machen, man möchte noch meditieren, man möchte dann auch noch jeden Morgen die Fenster putzen zum Beispiel und man möchte aber auch noch jeden Morgen selber ein Brot backen und wie auch immer. Und wenn ihr diese ganzen Dinge tatsächlich von heute auf morgen plötzlich starten würdet, würdet ihr euch komplett damit überfordern und seid dann eigentlich schon viel zu gestresst, schon fast morgens, weil ihr wisst, was ihr eigentlich alles noch machen wollt. Und dann kann es ganz oft passieren, dass man halt in diese Frustration kommt und es nicht schafft und am nächsten Tag schon wieder bleiben lässt. Deswegen auch die Routine Schritt für Schritt aufbauen. Ihr habt jetzt zum Beispiel diese 5 Sachen, die ihr gerne umsetzen möchtet. Vielleicht fangt ihr mal mit einem an, zum Beispiel mit der Meditation, weil die nicht so viel, Energie abverlangt. Das heißt, ihr setzt euch morgens erstmal hin und meditiert. Dafür gibt es ja auch verschiedene Videos, dafür gibt es ganz verschiedene Übungen, da muss man sich dann auch das raussuchen, was für einen tatsächlich gut funktioniert. Da gibt es verschiedene Längen, da muss man sich das auch wieder zum Thema Planung, das muss man tatsächlich auch ein Stück weit vorbereiten. Aber wenn ihr euch dann für Meditation entschieden habt, dann setzt ihr euch einfach mal die erste Woche morgens hin und meditiert. Und könnt auch gerne mal dann in dem Moment auf euch wirken lassen, wie gefällt euch das denn eigentlich?
Kommt es dem schon nahe, wo ihr tatsächlich hin wollt in eurer Routine? Gibt euch das denn was, um eure Ziele zu erreichen? Und wenn Meditation schon ganz gut funktioniert, dann könnt ihr gerne auch noch den nächsten Schritt gehen und sagen, alles klar, jetzt binde ich noch Yoga ein, zum Beispiel. Und auch hier wieder, ihr wisst, ich wiederhole mich, die Planung. Das heißt, sucht euch dieses Yoga aus, was für euch gut funktioniert. Und dann müsst ihr natürlich auch dementsprechend euren Morgen ganz anders planen, dass ihr genug Zeit habt, um alles unterzukriegen, was ihr tatsächlich auch machen möchtet. Und dieses gilt natürlich für alles. Wie gesagt, beim Sport sollte man natürlich dann auch so Stück für Stück anfangen, sich zu steigern, um seinen Körper nicht schon von vornherein vollkommen zu überfordern und um trotzdem Erfolgserlebnisse zu haben. Und ich denke, Erfolgserlebnisse sind auch ganz entscheidend auf euren Etappen hin zu eurem Ziel, dass ihr euch ausgesucht habt. Es gibt ja auch diesen ganz tollen Spruch, dass man nicht die ganze Treppe sehen soll, sondern jede Stufe für sich. Und genauso ist es auch. Wenn ihr es zum Beispiel in der ersten Woche gerade so geschafft habt, die 10 Minuten Sport durchzuhalten, aber in der dritten Woche die 20 Minuten schon richtig gut schafft, dann guckt einfach mal, welchen Erfolg ihr schon erzielt habt und ihr könnt in dem Moment so stolz auf euch sein, weil es euch natürlich ein Stück näher dorthin gebracht hat, wo ihr gerne hin möchtet. Es ist super wichtig, immer die kleinen Erfolge zwischendurch richtig zu feiern, weil ja, nicht nur das große Ziel ist erstrebenswert, sondern jeder Schritt, der zwischendrin passiert. Und ihr könnt auch alle sehr, sehr stolz auf euch sein, denn ihr habt euch schon Anfang des Jahres oder vielleicht auch schon im letzten Jahr vorgenommen, dass ihr was ändern möchtet. Und allein diese Tatsache ist es wert, so stolz auf sich zu sein, weil man weiß, man hat da was, was einen vielleicht stört, was man gerne ändern möchte, was vielleicht auch einen Lebenswandel für einen bedeutet. Und das ist ein sehr mutiger Schritt, diesen Gedanken überhaupt zu fassen und sich dazu zu entscheiden, dass man was ändern möchte. Deswegen könnt ihr allein schon stolz auf euch sein, weil ihr diese Entscheidung für euch getroffen habt. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, lasst euch nicht von anderen einreden, dass ihr irgendwas nicht schaffen könntet. Denn ihr entscheidet, was ihr schafft und was ihr nicht schafft. Und es ist zwar wichtig, auch Meinungen und auch Erfahrungen von anderen zu erfassen, aber es ist auch sehr wichtig, dass ihr eure eigenen Erfahrungen macht. Ihr könnt euch vielleicht auch im Vorhinein ein Vision Board machen. Ein Vision Board habe ich euch jetzt leider keine konkrete Anleitung dazu, da gibt es aber ganz, ganz tolle Anleitungen auch im Internet dazu. Müsst ihr mal schauen nach einem Vision Board, wenn das was für euch ist. Wichtig ist nur, dass ihr nicht vergesst, warum ihr diesen Schritt gegangen seid. Denn wenn ihr irgendwann mal an den Tag kommt, an dem ihr gar keinen Bock mehr habt und irgendwie eigentlich alles wieder hinschmeißen wollt, weil es ist alles so anstrengend und irgendwie seht ihr keine richtigen Fortschritte, weil auch diese Phasen gibt es nun mal, dann könnt ihr auf euer Vision Board gucken oder auf euer alternatives Vision Board und seht dann, warum ihr euch eigentlich dafür entschieden habt. Und ich finde, der Gedanke daran, warum man sich dazu entschieden hat, diesen Schritt zu gehen, der ist ganz, ganz wichtig und setzt letztendlich auch so dieses Fundament überhaupt anzufangen. Er setzt aber auch nicht nur das Fundament, sondern er gibt euch, wie gesagt, zwischendrin auch immer wieder den Antrieb, weiterzumachen. Aber jetzt drücke ich euch erstmal die Daumen, dass ihr das richtig gut hinbekommt, eure Vorsätze für dieses Jahr umzusetzen oder vielleicht auch generell euer ganzes Leben zu ändern, was natürlich absolut ein extrem krasser Schritt ist und einem auch Angst macht und das auch vollkommen in Ordnung, weil das darf einem auch Angst machen. Aber es bringt einem dann hoffentlich auch auf lange Sicht gesehen sehr viel Glück. Wenn ihr Lust habt, lasst doch gerne unten in den Kommentaren da, welche Vorsätze ihr euch vorgenommen habt oder welche sogar lebensverändernden Entscheidungen ihr für euch getroffen habt. Ich bin absolut gespannt darauf, was ihr euch vornehmt und wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn ihr euch gerne mehr solcher Videos wünscht, dann lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da und auch wenn ihr andere Videoideen habt, lasst unbedingt alles unten in den Kommentaren da, denn dann kann ich das alles mit in meinen Plan aufnehmen und ich denke, dann kommen wir doch auf jeden Fall auf einen guten Punkt. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute, einen ganz tollen Start in dieses neue Jahr, viel Erfolg bei euren Vorsätzen, passt bitte ganz gut auf euch auf und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute!